Herzlich willkommen zu dieser gemeinsamen neuen Yoga-Praxis. Schön, dass du mir deine Aufmerksamkeit und deine Zeit schenkst. Ich bin Tobias von Yoga Privé. Namaste. Ich möchte heute mit dir in einen sehr schönen, sanften, weichen Bewegungsfluss eintauchen. Das ist so ein Ganzkörperflow, den ich mit dir vorhabe. Im Wesentlichen führt uns diese Sequenz in die Hüftgelenke und Hüftmobilität, sodass dann die Bewegungen, die wir mit den Hüftgelenken im Alltag machen, also gehen, laufen, aufstehen, setzen, Treppen steigen, schwimmen, Fahrrad fahren, was auch immer zurzeit möglich ist und was du so machst, dass all diese Bewegungen sich ein wenig geschmeidiger aus den Hüften heraus anfühlen und im Alltag du eben mehr Mobilität für die Beine und Hüftgelenke bekommst. Im Wesentlichen brauchst du auch nichts weiter als Hilfsmittel, eine Yogamatte, ein Sitzkissen, vielleicht ein oder zwei Yogablöcke reichen aus. Wenn du keine Yogablöcke hast, das ist alles kein Problem, geht auch alles ohne. Falls du welche griffbereit hast, dann nutz sie einfach auch für diese Yoga-Praxis. Und ich wünsche dir, dass du immer wieder auf dich auch hörst, auf deinen inneren Yoga-Lehrer oder deine Yoga-lehrende Person, sodass du einen guten Weg durch diese Praxis durchfindest. Dann sind wir schon soweit am Beginn. Lass uns die Matte ausrollen und starten. Ja, lass uns diese Sequenz im Vierfüßler starten. Und wenn du hier angekommen bist, dann nutze ihn einfach für schöne, freie Bewegungen. Ja, so schau mal und spür, wohin Bewegungen dich jetzt tragen, wo sie sich gut anfühlen nach diesem Teil des Tages, der schon heute hinter dir liegt. Überall dort, wo Bewegungen wertvoll sind, sich gut anfühlen, da dürfen die jetzt auch ein bisschen mehr hinströmen. Also beginne dich auch mehr zu rakeln, mal so richtig schön durchzubewegen. Denk dabei auch an den Schulterbereich, also auch mal durch die Schultern hindurch fließen, durch den Nacken bewegen. Keine Angst, wenn es mal irgendwo ein bisschen knackt, das ist alles ganz natürlich und normal. Und dann komm mit mir gemeinsam in den Katzenbuckel, roll dich dafür ein, zieh den Bauchnabel hoch, heb deine Flanken hoch, drück die Hände in den Boden, um dich aus den Schultern herauszuheben und bring den Blick Richtung Beine oder Becken. Dann gleite in den Pferderücken, tauch Wirbel für Wirbel nach unten ein, tauch auch in den Schulterbereich ein und bring dann den Blick nach vorn, heb den Kopf an. Wenn du ausatmest, dann komm in den Katzenbuckel, schön einrollen, Bauchnabel hochheben, Rücken runden, Kopf einrollen. Wenn du einatmest, gleite in den Pferderücken, die Wirbelsäule taucht ein, am Ende hebst du den Blick nach vorn. Mach noch 3, 4 Runden, ganz für dich. Gut, wenn du das nächste Mal ausatmest, dann komm in die Position des Kindes. Leg dich dafür auf die Oberschenkel ab. Lass dein Gesäß zurück Richtung Fersen sinken. Lass die Arme nach vorne ausgleiten. Und folge mir in die kleine Welle. Komm mit einem runden Rücken dazu wieder nach oben in den Katzenbuckel. Schön einrollen. Gleite in den Pferderücken hinein. Und schieb dich zurück in das Kind. Das Gesäß wieder Richtung Fersen. Wenn du einatmest, dann komm nach oben in den Katzenbuckel. In den Pferderücken. Und wenn du ausatmest, dann wieder zurück in das Kind. Gut, mach das auch die nächsten 3, 4 Runden weiter, je nach Atemfluss und Rhythmus. Ja, und idealerweise führt dich das Atmen durch die Bewegung hindurch. Und wenn das geschieht, dann wird die Bewegung harmonischer, fühlt sich einfach freier und sanfter an. Wenn du das nächste Mal im Kind angekommen bist, dann bleib dort und wir erweitern die Bewegung in die große Welle. Mit einem runden Rücken und Einatmen kommst du wieder hoch in den Katzenbuckel und Pferderücken. Dann stellst du die Füße auf, schiebst dich zum abwärts schauenden Hund, hebst dein Becken nach hinten hoch. Einatmen, senkst du die Knie zurück zur Erde, in den Katzenbuckel kommst du an, gleitest in den Pferderücken hinein und ausatmend
in das Kind zurück. Ich begleite dich noch eine weitere Runde, einatmend nach oben, der Katzenbuckel, der Pferderücken. Ausatmen, der abwärtsschauende Hund. Streck dich nach hinten hoch, dehn dich lang. Einatmen, senk dann die Knie zurück in den Katzenbuckel und zum Pferderücken. Ausatmend, in das Kind wieder eintauchen. Auch hier noch 3, 4 Runden im eigenen Fluss. Ja, lass dir dabei Zeit, um wirklich auch mal zu spüren, was in den einzelnen Asanas geschieht. Wie du dich immer geschmeidiger hindurch bewegen kannst. Wenn du das nächste Mal am abwärtsschauenden Hund angekommen bist, dann bleib dort. Nutze ihn für ein paar schöne Bewegungsmomente. Also überall dorthin, wo Bewegung jetzt gut tut, kannst du dich gerne bewegen. Beispielsweise mal eine Ferse hoch und die andere tief senken. Ja, das aktiviert die Beinrückseiten, es mobilisiert die Hüftgelenke, denn wir beugen und strecken sie. Lass auch so eine schöne Bewegungswelle durch deinen Rücken laufen, Richtung Schultern und Richtung Kopfbereich. Und dann kommt die Bewegung zur Ruhe, lass sie ausklingen, entdeck hier die Form dieses abwärtsschauenden Hundes, atme noch ein paar Mal tief durch. Und dann wander mit den Füßen mit kleinen Schritten nach vorn Richtung Hände. Wir bleiben in einer schönen Bewegungssequenz, kommen in die Vorbeuge im vorderen Teil deiner Yogamatte, lass dich ganz weich im Oberkörper nach unten schmelzen. Dann stützt die Hände auf die Oberschenkel, komm in die Hocke. Richte dich auf in dieser Hocke und such hier nochmal schöne Bewegungssequenzen. Also überall dort, wo vielleicht noch was fest ist vom Tag, kannst du dich da gerne hinbewegen, ja, ein bisschen mehr machen, dich verwöhnen, geschmeidiger werden in der Beweglichkeit. Gut, und dann komm langsam nach oben zum Stehen, schön langsam aufrichten und lass ein paar Mal die Schultern nach hinten kreisen. Und leg dann die Arme gemütlich wieder zur Seite ab und die Schultern auf dem Brustkorb locker ab. Gut, jetzt richte die Füße ein bisschen breiter als die Hüfte aus. Stell dir so eine innere Achse, ein Lot, das durch deinen Körper hindurch nach oben geht und beginn um dieses Lot dich herum zu pendeln. Ja, du schwingst um die innere Achse herum. Je freier die Schultern dabei sind, desto weiter können die Arme um dich herumfliegen. Lass sie gerne nochmal nach hinten anklopfen, Gesäß oder untere Rücken, so als wäre das eine kleine Klopfmassage, mit der du dich verwöhnst und dein Gewebe stimulierst. Oh, dann stell dir auch vor, dass du um diese innere Achse dich immer weiter nach oben schraubst. Dass du also innerlich wächst in die Größe, die du hast, die wirkliche Größe. Gut, dann lass die Bewegung langsam wieder ausschwingen. Lass dir Zeit dabei beim Ausschwingen und Zurückkehren. Und komm mit mir dann wieder in das vordere Teil deiner Yogamatte, so dass wir in den Bewegungsfluss zurückkehren können. Bring dazu die Hände vor dem Raum deines Herzens zueinander. Beug die Knie ein wenig an. Dann tauschst du mit den Fingerkuppen Richtung Knie ein. Streckst die Arme über vorn wieder nach oben hoch. Zieh dich ganz hoch. Breite die Arme aus. Beug die Knie weich an und verneig dich ganz sanft nach unten in die Vorbeuge. Dann kommst du in die halbe Vorbeuge. Du ziehst den Rücken parallel zum Boden nach vorn. Zieh deinen Scheitel nach vorn. Schieb die Innenseiten der Oberschenkel ein bisschen weiter zurück. Und mit dem nächsten Ausatmen kommst du zurück in die ganze Vorbeuge nach unten, lässt dich weich ausgleiten. Einatmen, setzt du den rechten Fuß einen großen Schritt zurück. Ausatmen, folgt mit dem linken Fuß zum abwärtsschauenden Hund.
Einatmen, senk die Knie zur Erde, komm in den Katzenbuckel, dann in den Pferderücken und ausatmend in das Kind, zurück zur Erde. Einatmen, schwing dich hoch in den Katzenbuckel, in den Pferderücken, ausatmen zum abwärts schauenden Hund. Einatmen, roll dich nach vorne in den hohen Liegestütz, nimm ganz viel Länge mit in der Rückseite und ausatmen, leg dich in Ruhe zum Boden nach unten ab, zieh die Ellenbogen nah an den Körper, einatmen, roll die Schultern zurück, zieh den Steiß zurück, heb dein Brustbein in die Kobra hoch, ausatmen, schieb dich zurück zum abwärts schauenden Hund. Dann kommt der rechte Fuß wieder mit dem Einatmen nach vorn, großer Schritt nach vorn. Ausatmen, der linke Fuß folgt, komm in die Vorbeuge. Einatmen, breite die Arme aus, richte dich langsam nach oben auf, streck dich nach oben zum Himmel. Ausatmen, bring die Hände zurück zum Herz. Einatmen, Richtung Knie eintauchen, streck dich über vorn nach oben hoch. Ausatmen, verneig dich nach unten in die Vorbeuge. Einatmen, kommst du in die halbe Vorbeuge nach vorn. Lange Rücken, lange Flanken. Ausatmen, die ganze Vorbeuge, du fließt zurück nach unten. Einatmen, der linke Fuß, ein großer Schritt zurück. Ausatmen, rechter Fuß nach hinten, abwärts schauender Hund. Einatmen, die Knie weich absetzen, in den Katzenbuckel und den Pferderücken gleiten. Ausatmen, in das Kind eintauchen. Einatmen, komm wieder hoch in den Katzenbuckel, den Pferderücken. Ausatmen zum abwärts schauenden Hund. Einatmen zum hohen Liegestütz, fließ nach vorn. Ausatmen, leg dich langsam zum Boden ab. Einatmen, roll die Schultern zurück, schieb deinen Steiß zurück, heb das Brustbein hoch. Ausatmen, schieb dich aus der Kraft der Körpermitte zurück zum abwärts schauenden Hund. Dann bleib hier ein paar ruhige, tiefe Atemzüge. Wenn du magst, dann such nochmal schöne kleine Bewegungen, um dich in diesen Asana hineinzureckeln. Gut, jetzt drückst du die rechte Hand in den Boden, hebst dein rechtes Bein nach hinten hoch, winkel jetzt dein rechtes Knie, sodass die Fußsohle Richtung Decke zeigt, schieb deinen Fuß ein Stück höher Richtung Decke, jetzt drehst du die rechte Hüfte auf, die rechte kommt über die linke Hüfte, schau nochmal kurz zum linken Standbein, dreh das so auswärts, dass das Knie wieder nach vorn zu dir zeigt und jetzt beginn ein paar Mal mit dem rechten Knie weiche Kreise zu machen, einfach weich kreisen. Noch zwei, drei Kreise. Gut, und jetzt schwingst du deinen rechten Fuß nach vorn Richtung Hände. Und dreh dein linkes Bein auswärts, sodass dein Fuß nach innen flach kommt, also die Ferse nach innen sich setzen kann. Lehn nochmal dein rechtes Knie gegen den rechten Oberarm an. Lass dein Knie dort, wo es jetzt ist, und setz den rechten Arm an die Innenseite des rechten Beines. Gut, jetzt kannst du dein rechtes Knie mal ein bisschen tiefer sinken lassen. Und da kannst du eventuell eine Dehnung so in der linken Oberschenkelinnenseite spüren. Ja, wir mobilisieren hier das Hüftgelenk in die sogenannte Abduktion, also in das Abspreizen des Beines von der Körpermitte weg. Wenn das schon sehr intensiv ist, dann bleib hier. Eventuell bau kleine Bewegungen ein, damit nicht alles zu fest wird. Wenn du andererseits noch Bewegungsspielräume hast, dann wander so ein paar Handbreiten, zwei, drei Handbreiten nach links, wie so ein Uhrzeiger, der nach links wandert. Auch hier kannst du bleiben. Erinnere dich, dein rechtes Knie nach außen anzulehnen. Wahlweise kannst du noch mit den Händen wegkrabbeln und mit langem Rücken, mit weichem Brustkorb nach unten Richtung Boden schmelzen. Egal wo du bist, nimm dir noch 4, 5 ruhige, tiefe Atemzyklen. Lass die Atmung in die dehnenden Bereiche deines Körpers hineinfließen. Und dann komm mit den Händen wieder zurück, wieder nach vorn gekrabbelt. Lass den hinteren Fuß immer noch auswärts flach am Boden. Und drück jetzt den rechten Fuß in den Boden, um dich langsam aufzurichten nach oben. Kannst du gerne über den rechten Oberschenkel dich nach oben stützen. Gut, wenn die Schrittstellung jetzt sehr breit geworden ist, dann hol ruhig einen Fuß ein bisschen näher zum anderen ran.
Wir bleiben mit dem Beckenbereich eher vorn orientiert, also drehen uns nicht nach links auf. Das heißt, dein Becken kann schräg nach vorn zeigen. Und jetzt verschraub den Oberkörper genau nach vorn, sodass dein Brustkorb der langen Matte entlang nach vorn zeigt. Okay, jetzt hast du eine kleine Rotation im unteren Rücken. Das tut dem gut. Ja, das mobilisiert den Lendenbereich. Lass mal dein rechtes Knie sanft beugen. Und dann bring die Arme nach oben. Verschränk die Finger bis auf die Zeigefinger. Wenn du ausatmest, dann nähr die Mitte deines Körpers. Das heißt, du saugst den Bauchnabel nach innen und schließt weich den Beckenboden. Wenn du einatmest, streckst du dich mit langen Flanken und weitem Brustkorb nach oben. Nochmal ausatmen, die Körpermitte definieren. Einatmen, den Brustkorb leicht machen. Zieh dich hoch. Im nächsten Ausatmen, lehn dich leicht nach rechts. Eine kleine Seitbeuge nach rechts. Muss nicht zu weit sein, schau, wo es für dich passt. Atme die linke Seite deines Körpers. Also ein paar tiefe Atemzüge noch in die Länge der linken Seite. Kannst du gut fühlen, wie die Rippen sich hier auffächern in den Seiten. Einmal tief einatmen. Und ausatmen, kommst du langsam wieder nach oben. Einatmen, lass den Brustkorb aufsteigen. Ausatmen, bring die Hände nach hinten, hinter den Rücken. Verschränke die Finger, die Ellenbogen kannst du leicht anbeugen. Zieh die Schultern zurück, schieb die Schulterblätter zueinander. Und jetzt verneige dich vor dir an der Innenseite des rechten Beines nach unten. Roll den Kopf sanft ein, schau unter den Beinen nach hinten durch und heb die Arme nach oben. Und verweil hier auch 4, 5 Atemzyklen. Die Füße gut geerdet, das rechte Knie gut gebeugt. Oberkörper schmilzt nach unten. Die Schultern ziehen hoch, Schulterblätter schieben zueinander. Der Nacken versucht Spannung loszulassen. Auch das Gesicht entspannt sich. Nochmal ein tiefer Atemzug. Und dann löst wieder auf, bring die Hände zur Yogamatte zurück. Hinteren Fuß stellst du auf, machst einen Schritt zurück zum abwärtsschauenden Hund. Und hier gern mal ein bisschen bewegen. Und mit dem nächsten Einatmen in den hohen Liegestütz. Mit dem Ausatmen zur Erde nach unten. Mit dem Einatmen in die Kobra nach oben. Mit dem Ausatmen zurück in den abwärtsschauenden Hund. Einatmen, die Knie wieder absetzen in den Katzenbuckel. Zum Pferderücken. Ausatmend zum Kind. Einatmen, komm hoch in den Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatmen zum abwärts schauenden Hund. Einatmen wieder in den hohen Liegestütz. Ausatmen, leg dich in Ruhe und gebremst zum Boden ab. Einatmen, roll dich in die Kobra nach oben. Ausatmen, schieb dich zurück in den abwärts schauenden Hund. Dann heb dein linkes Bein nach oben, beuge dein linkes Knie, schieb die Fußsohle ein bisschen höher Richtung Decke. Jetzt dreh die Hüfte auf, die linke Hüfte über die rechte, der Fuß schiebt nach rechts hinweg. Die linke Seite fächert sich auf und beginn mit dem Knie schöne weiche Kreise zu machen. Dreh dabei dein rechtes Bein auswärts, sodass dein rechtes Knie nach vorn zeigt. Und versuch die Kreise schön weich zu machen. Und noch 1, 2 Kreise. Und dann schwing den linken Fuß nach vorn zu den Händen. Dreh dein rechtes Bein auswärts, sodass der Fuß nach innen sich flach absetzen kann. Lehn dein linkes Knie gegen den Oberarm an. Arretiert dort dein linkes Knie, auch wenn du die rechte Hand nach innen bringst. Jetzt kannst du die Dehnung in der rechten Leiste steuern, wenn du dein linkes Knie mehr beugst oder weniger beugst. Mach es für dich angenehm und wander mit den Händen, wenn du das magst, noch 2, 3 Handbreiten nach rechts. Nimm nicht dein linkes Knie mit nach innen, sondern lehn das immer noch nach außen an. Gut.
Wenn du mir weiter folgen möchtest, dann wende auch noch mit den Händen von dir weg, um mit langem Oberkörper und weichem Herzen Richtung Boden zu schmelzen. Egal in welcher Position du bist, wir bleiben noch 4, 5 Atemzyklen hier. Ja, probier immer wieder der Spannung nachzugeben und auch mal Raum für die Entspannung zu genießen und dorthin zu atmen, wo die Dehnung jetzt so gut, so deutlich spürbar ist. Ja, und dann wander wieder zurück nach vorn. Du kannst da gerne den hinteren Fuß ein bisschen ranholen, wenn die Schrittstellung jetzt sehr breit geworden ist. Den linken Fuß drückst du in den Boden und richtest dich dann langsam nach oben auf. Die Hände erstmal an die Hüfte. Dein rechtes Hüftgelenk zieht ein bisschen nach vorn und das linke kommt ein bisschen nach hinten. Also Hüfte versucht eher nach vorn als zur Seite sich auszurichten. Jetzt dreh den Oberkörper nach vorn, dreh den Brustbein nach vorn, sodass du eine kleine Rotation im unteren Rücken erfahren kannst. Dann heb im Einatmen die Arme nach oben, verschränk die Finger bis auf die Zeigefinger. Ausatmen, stärk deine Körpermitte. Schließ den Beckenboden, saug den Bauchnabel nach innen. Und wenn du einatmest, dann lass den Brustkorb leicht werden und in seiner Leichtigkeit und Weite aufsteigen. Und tief atmen. Mal mit dem Einatmen die Arme heben, den Brustkorb aufsteigen lassen, ausatmen, Bauchnabel einsaugen, kleine Seitbeuge nach links. Spür für dich, wie weit du gehen möchtest, sodass die linke Seite sich wohlfühlt in dieser Kompression und die rechte Seite sich in der Dehnung schön entspannen kann. Schick das Atmen jetzt in die rechte Flanke. Atme dich in die Länge. Nochmal ein tiefer Atemzug. Und dann kommst du langsam wieder nach oben im Ausatmen. Einatmen, streck dich auseinander. Ausatmen, bring die Hände an die Hüfte. Verschränk die Hände hinter deinem Rücken, mach eine Faust. Zieh die Schultern sanft nach hinten, schieb die Schulterblätter zueinander. Nochmal einatmen, den Brustkorb heben, ausatmen, lehn dich nach vorn, komm an der Innenseite des linken Oberschenkels vorbei, roll den Kopf ein, schau hinter dir durch und heb die Arme nach oben. Verweile hier 4, 5 Atemzyklen, die Füße gut geerdet, die Beine stark, der Oberkörper umso weicher. Schultern ziehen zurück, Schulterblätter schieben zueinander, die Arme ziehen dich hoch. Der Nacken wird lang, das Gesicht weich. Oh, dann löst langsam wieder auf, die Hände zurück zur Yogamatte. Schritt zurück zum abwärts schauenden Hund. Mal hier schön durchbewegen, als würdest du eine kleine Bestandsaufnahme machen, wie alles sich anfühlt. Und dann komm mit mir im Einatmen nach vorne, den hohen Liegestütz. Ausatmen zur Bauchlage nach unten. Einatmen in die Kobra nach oben. Ausatmen, wieder zurück in den abwärts schauenden Hund. Einatmen, hebst du die Fersen nach oben. Ausatmen, schiebst du den Becken nach hinten hoch. Einatmen, schieb auch die Hände in den Boden, zieh dich ganz lang. Ausatmen, lass beide Fersen mit gestreckten Beinen tiefer sinken. Nochmal hier 3, 4 Atemzyklen verweilen. Mit dem Einatmen die Knie senken, komm in den Katzenbuckel, gleite in den Pferderücken, ausatmend kuschel dich in das Kinn. Wir bleiben hier 3, 4 Atemzyklen, also ganz bodennah und sanft und geerdet. Okay, dann komm wieder in den Vierfüßler nach oben, mal in den Katzenbuckel im Ausatmen. In den Pferderücken im Einatmen. 3, 4 Zyklen für dich.
dass so schöne, geschmeidige Bewegungswellen durch den Rücken hindurchströmen. Und dann beende neutral. Stell den linken Fuß hinter dir auf, schieb ihn nach hinten weg, sodass dein linkes Bein sich streckt. Dann heb dein linkes Bein an. Dreh es auswärts, sodass der Fuß nach links zeigt. Mal einatmen, das Bein ein bisschen höher heben und ausatmen, nach links schwingen. Versuche auf dieser Ebene nach links zu kommen. Einatmen, wieder nach hinten. Ausatmen, wieder nach links ziehen. Nochmal einatmen, nach hinten. Ausatmen, nach links und dann stell den Fuß neben dir auf. Nicht zu weit weg, nicht zu nah ran, sodass alles sich gut anfühlt. Die rechte Hand stützt dich. Wenn du einatmest, bring den linken Arm über die Seite nach oben. Dreh dich auf. Wenn du ausatmest, fädel den linken Arm unter der rechten Achsel hindurch. Und mach das für dich weiter. Schön frei, schön weich in der Bewegung. Und dreh dich um die Wirbelsäule herum auf. Gut, beginn noch einmal neu. Wenn du einatmest, dann zieh dich nach oben, dann bleib hier einen Moment, also ein paar tiefe Atemzyklen. Immer mit dem Einatmen in die Länge wachsen, dich auseinanderziehen, aus der unteren Schulter herausziehen. Im Ausatmen die Körpermitte definieren, den Bauchnabel einsaugen, den Beckenboden schließen. Noch einmal tief einatmen, zieh dich nach oben hoch. Und im Ausatmen bring die Hand zurück zum Boden. Atme ein, streck den Rücken wieder länger. Atme aus, heb dein linkes Bein mit guter Körperspannung an. Einatmen, das Bein zurückführen. Ausatmen, wieder in den Vierfüßler kommen. Und mal ein bisschen bewegen im Hüftbereich. Gut, wir machen mit der anderen Seite weiter. Du stellst den rechten Fuß hinter dir auf. Schiebst ihn nach hinten weg. Hebst dein rechtes Bein hoch, drehst es auswärts, dann zeigt der Fuß nach rechts. Mal einatmen, rechtes Bein ein bisschen höher heben, ausatmen, ungefähr auf dieser Ebene nach rechts führen. Einatmen, wieder zurück nach hinten, ausatmen, nach rechts, Körpermitte spannen, einatmen, nach hinten schieben, ausatmen, nach rechts, letzte Runde, einatmen, nach hinten. Ausatmen nach rechts und den Fuß neben dir aufsetzen. Auch nicht zu weit weg, eher gemütlich ankommen. Linke Hand gut erden. Einatmen, den rechten Arm über die Seite nach oben. Dreh dich auf. Ausatmen, fädel den Arm unter der linken Achsel hindurch. Und mach das noch ein paar Runden weiter. Werd schön geschmeidig und lass dir Zeit in der Bewegung. Und beginn noch einmal neu. Wenn du das nächste Mal hier oben bist mit dem rechten Arm, dann verweil, atme weiter. Erinnere dich daran, im Ausatmen die Körpermitte zu definieren und im Einatmen von ihr in alle Dimensionen dich auszustrecken. Mal tief durchatmen. Im Einatmen ziehst du dich hoch. Im Ausatmen bringst du die rechte Hand zurück zur Yogamatte. Einatmen verlängerst du den Rücken nach vorn. Ausatmen mit guter Körperspannung rechtes Bein heben. Einatmen nach hinten führen und ausatmen in den Vierfüßler kommen. Mal schön weiche, geschmeidige Bewegungen genießen. Gut, dann wechsel bitte zum Sitzen und bring die Füße nach vorn. Stell den rechten Fuß auf. Jetzt leg dein rechtes Knie nach außen und setz die Fußsohle an die Innenseite des linken Oberschenkels. Falls jetzt dein rechtes Knie innerlich so einen Druck oder eine Spannung erfährt, dann leg dir bitte was unter das Knie als Polster oder schieb die Fußsohle weiter nach vorn Richtung Innenseite des linken Knies. Also schau für dich, dass sich das angenehm anfühlt und du da keinen besonderen Druck im Knie hast.
Linke Ferse schiebst du einfach weg, Oberkörper richtest du auf, versetzt den Brustkorb ein bisschen nach links zum gestreckten Bein und rollst dich jetzt über deinen Oberschenkel nach vorn. Stell dir vor, das ist ein großer Luftball, über den du dich drüber rollst. Bring die Hände nach vorn und greif das, was du gut erreichen kannst. Schienbein, Fußgelenk oder Fuß selbst. Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass die linke Beinrückseite sehr stark zieht, dann bist du im Rücken etwas zu lang. Dann roll dich weiter nach hinten ein. Das nimmt einen Teil der Dehnungsspannung aus der Oberschenkelrückseite raus. Falls du andererseits das Gefühl hast, der Rücken ist sehr fest, wird sehr stark gezogen, dann zieh dein Brustbein etwas weiter Richtung Fuß. Ja, das kannst du alle so steuern, dass du eine ganz gleichmäßig schöne Dehnung hast, sowohl in der Oberschenkelrückseite als auch im Rückenbereich. Verweil hier 3-4 Atemzyklen mit weichem Atemfluss in der Weite des Rückens. Gut, dann richte dich für einen Moment wieder auf. Lass uns diesen Winkel zwischen den Oberschenkeln größer machen. Das heißt, du ziehst dein rechtes Knie ein bisschen weiter nach außen und versetzt dein linkes Bein ein bisschen weiter nach außen. Gut, dreh dich jetzt mehr zwischen die Beine als Orientierung nach vorn. Also sei nicht mehr zum linken Bein, sondern wieder zur Mitte orientiert, zwischen den Beinen. Becken schwer machen und jetzt eine Seitbeuge nach links. Das heißt, du atmest ein, hebst den rechten Arm nach oben und ausatmest, lehnst du dich nach links. Ja, du kannst den rechten Arm hier oben lassen über dem Kopf, du kannst ihn auch in den Hinterkopf lehnen oder anderweitig positionieren, sodass die rechte Schulter sich angenehm wohlig anfühlt. Währenddessen kann der linke Arm das linke Bein entlang gleiten, ja, vielleicht so an der Innenseite des Beins entlang. Du kannst bis zum Fuß, wenn du da hinkommst, musst du aber nicht. Du kannst auch die Hand an jeder beliebigen Stelle an der Innenseite des linken Beines andrücken. Und wenn du gegen das Bein drückst, kannst du dich ein bisschen weiter nach rechts aufdrehen. Und das verstärkt die Dehnung in der rechten Flanke. Atme dich in diese Seitbeuge. Verweil hier auch noch 3-4 Atemzyklen. Lass die rechte Seite atmen. Und dann komm langsam wieder zurück, nimm die Länge der rechten Seite mit, richte dich auf und löse auf. Das heißt, du legst das rechte Bein langsam wieder ab, lass dir Zeit dabei, beweg dich gerne mal so ganz frei durch. Ich wende mich kurz, damit du mich dann besser sehen kannst. Du bleibst gerne einfach so, richtest dich nochmal gut ein. Dann lass uns gemeinsam linkes Knie greifen, den Fuß aufstellen, das Knie nach außen führen. Auch hier, wenn sich das gut anfühlt für Hüfte und Kniegelenk, dann leg dir was unter das Bein. Das ist immer ein bisschen besser, als das einfach so zu machen. Gut, falls da eine Spannung entsteht, dann schieb den linken Fuß weiter nach vorn, Richtung Innenseite rechtes Knie. Wenn das schlecht oder besser wird, dann justier nochmal anderweitig nach. Schieb deine rechte Ferse von dir weg, richte dich auf und versetz den Oberkörper ein bisschen nach rechts, hin zum gestreckten Bein. Denk dir an einen großen Luftball über dem Oberschenkel, roll dich dort drüber und krabbel mit den Händen nach vorn. Den Kopf weich einrollen, Kinn Richtung Brustbein führen. Wenn jetzt die Oberschenkelrückseite sehr stark zieht, dann schieb dich ein bisschen zurück mit dem Oberkörper. Wenn der Rücken zu sehr dehnt, dann zieh dein Brustbein weiter nach vorn. Ich finde so eine schöne harmonische Dehnung über die gesamte Linie vom rechten Bein hoch in den Rücken. Und schick die Atmung 3-4 Zyklen lang in die Weite des Rückens.
Gut, dann lassen wir uns wieder aufrichten und den Winkel zwischen den Oberschenkeln vergrößern. Du kannst das linke Bein weiter nach außen setzen, auch das rechte Bein weiter nach außen öffnen. Orientiere dich jetzt zwischen den Beinen entlang nach vorn. Lass dein Becken zurücksinken, richte den Oberkörper auf und bring den linken Arm im Einatmen über die Seite nach oben. Ausatmen, lehn dich nach rechts in die Seitbeuge und krabbel mit dem rechten Arm an der Innenseite des Beins entlang Richtung Fuß. Da, wo du ankommst, ist es gut. Du kannst den Arm gegen die Innenseite des Beins drücken, dann verstärkst du die Drehung. Das intensiviert einen Teil der Dehnung in der linken Flanke. Komm da an, wo es für dich passt. Lass dich für die nächsten 4, 5 Atemzyklen in diese Seitbeuge sinken, um die linke Seite zu strecken. Atme in die linke Flanke. Ja, dann komme ich auch wieder zurück nach oben, ganz in Ruhe aufrichten und auch mit Zeit, die es braucht, das linke Bein wieder ablegen. Oh, dann beweg dich durch, um einen Teil der Anstrengung hier schon rauszuarbeiten. Und komm dann bitte in die Rückenlage und stell die Füße dort auf. Und leg ein Bein über das andere, sodass der Oberschenkel sich überkreuzt. Breite die Arme zur Seite aus und schaukel nach rechts und links und gönn dir einen schönen weichen Drehfluss, um den Rücken geschmeidig zu mobilisieren. Du kannst den Kopf entgegengesetzt mitführen. Gut, komm in der Mitte an, kreuz andersherum und mach hier auch weiter. Das ist eine ganz tolle Bewegung, die Spannungen aus dem unteren Rücken herauslösen kann. Okay, dann komm wieder in der Mitte zurück, stell beide Füße auf. Bring jetzt den rechten Außenknöchel gegen den linken Oberschenkel. Das heißt, dein rechtes Bein zeigt im Unterschenkel parallel zu dir. Jetzt versetzt du das Becken eine gute halbe Breite nach rechts. Setzt es dort wieder ab. Bleib in diesem Beinstapel so, wie es jetzt ist, und bring alles nach links, sodass du eventuell den rechten Fuß neben dir aufsetzen kannst. Das kann am Boden sein, falls die Drehung jetzt nicht zu viel wird. Du kannst aber auch gern was unter den Fuß aufsetzen, dann wird es ein bisschen besser. Dann hast du nicht ganz so ein festes Gefühl, so Richtung Gesäßmuskulatur. Also schau, wie es für dich jetzt angenehm werden kann, um hier zu verweilen. Wenn es passt, wenn da kein Widerstand entsteht, da bist du richtig, dann versetz noch den Kopf ein gutes Stück nach links, um ihn im Anschluss auf die rechte Seite zu rollen. Wenn du magst, dann schließ die Augen und lass dich für die nächsten Momente in diese Drehung sinken. Und schau für dich, wo es möglich ist, Spannung, die eventuell vorhanden ist, loszulassen. Verweile noch 3, 4 Atemzyklen. Und komm dann langsam wieder zurück nach oben. In die Mitte zurück, stell beide Füße vor dir auf und schüttel dich gerne ein bisschen aus, um Spannungen noch loszulassen. Gut.
Im Anschluss den linken Außenknöchel gegen den rechten Oberschenkelansatz bringen, das Becken ein Stück nach links versetzen und jetzt stellst du den linken Fuß nach rechts auf. Das muss nicht am Boden sein. Gerne auch mal eine Unterlage nutzen, Sitzkissen oder ähnliches. Schau, wie es sich anfühlt, was die Seite hier braucht. Und im Idealfall wird es möglich, einen Teil der Spannung wieder loszulassen, die du vielleicht so um das Hüftgelenk oder Richtung tiefe Gesäßmuskulatur jetzt fühlen kannst. Ja, wird nicht zu fest, das ist ein Zeichen, dass du zu weit bist. Komm eher dahin, wo es gelingt, Spannung zu lösen. Und wenn du dort angekommen bist, dann versetz noch den Kopf ein gutes Stück nach rechts, um ihn dann auf die linke Seite zu rollen und hier hineinzuschmelzen in die Haltung. Verweile noch die nächsten 3, 4 Atemzyklen. Und komm dann behutsam zurück zur Mitte. Versetz das Becken zurück, den Kopf zurück, stell beide Füße vor dir auf. Dann heb dein Becken für einen Moment vom Boden ab und schüttel das mal so schön sanft aus. So schön erfrischend und belebend. Gut, dann lande wieder mit dem Becken. Greif die Knie, zieh sie zu dir heran, schaukel ja auch nochmal weiter nach rechts und links. Wahlweise kannst du auch Kreise mit den Knien zeichnen. Gut, dann stell die Füße wieder vor dir auf. Bring die Arme zu dir zur Yogamatte. Wir gehen kurz in die dynamische Schulterbrücke. Das heißt, du rollst dein Becken ein, hebst dich Wirbel für Wirbel nach oben hoch, führst die Arme über oben nach hinten, hinter dir zur Erde und kommst dann wieder zurück, bringst Arme und Rücken zurück zum Boden. Mit dem Einatmen rollst du dich hoch, führst die Arme weit nach hinten. Mit dem Ausatmen rollst du dich wieder zurück, führst die Arme nach vorn. Mach das noch 3, 4 Runden im eigenen Fluss. Und probier dir Zeit zu lassen, sodass du wirklich spürst, wie Wirbel für Wirbel der Rücken sich bewegen kann. Ja, der ist so geschmeidig, dass so die kleinen Strukturen, dass alles sich bewegen kann. Jedes einzelne Segment des Rückens. Beginn nach der Runde noch einmal neu. Und komm dann wieder zurück zur Yogamatte. Bring die Fußsohlen zueinander, lass die Knie nach außen sinken. Auch hier ein paar Momente eintauchen. Du kannst was unter die Beine legen, wenn du möchtest. Dann können die Innenseiten der Leisten sich besser entspannen. Oder wenn du mehr Entspannung möchtest, mit den Füßen weiter von dir wegrutschen. Wahlweise, wenn es mehr werden dürfte als Dehnung, die Füße auch weiter zum Beckendamm heranziehen. Ja, richte dich so ein, dass du dich für ein paar nächste Atemzüge wohlig fühlst. Wenn du möchtest, dann schließ die Augen und lass die Gesichtszüge weich werden. Entspann die Kiefergelenke. Löse auch Anspannung aus dem Nackenbereich. Lass die Schultern nach unten glatten Richtung Boden. Leg die Schulterblätter weich und breit ab. Dreh die Arme auswärts, sodass die Handrücken den Boden berühren. Entspann die Arme, die Hände, deine Finger. Entspann deine Hüftgelenke. Und die Innenseiten deiner Oberschenkel.
Dann lass deinen Atemfluss bis in die Tiefe deines Körpers, bis hin in das Becken strömen. Sodass, wenn du einatmest, dir vorstellst, dein Becken und deine Hüftgelenke plustern sich auf. Und wenn du ausatmest, dann mit der Vorstellung, dass Becken und Hüftgelenke sich wieder zurückziehen in ihre originale, wahre Größe. Und die entspannen sich dabei. Ja, mit dem Einatmen plusterst du die Strukturen auf. Sie werden weit. Mit dem Ausatmen ziehen sie sich zurück und entspannen sich. Gönn dir noch 4, 5 ruhige, tiefe Atemzyklen bis in dein Becken. Okay, und dann beginn langsam die Beine wieder zu schließen. Das kannst du gerne mit den Händen unterstützen. Zieh die Knie zu dir ran, zum Oberkörper. Umarm dich selbst für diesen wunderbar schönen Moment. Und such dir einen Weg nach oben zum Sitzen aus. Das kann ein Schneidersitz sein oder ein anderer Sitz mit gekreuzten Beinen. Das bietet sich an, da wir die Hüftgelenke aktiviert haben. Wichtig ist aber, dass der Sitz sich wohl anfühlt und es dir gut geht, sodass du die nächsten Momente mal schön entspannt hier ankommen kannst. Wenn du es dir eingerichtet hast, dann leg deine linke Hand in die rechte, sodass die Hände eine Schale formen und schließ weich die Augen. Immer noch ist Zeit für dich. Es ist eine wunderbare Zeit im Yoga. Dass du dir Zeit für dich schenkst. Und das bietet die Gelegenheit, auch die Sinne zurückzuführen zu deinem inneren Zuhause und präsenter den Geist zu öffnen und wahrzunehmen, wie es dir jetzt geht. Dann spür zu deinem Becken, lass dein Becken nochmal mit mehr Gewicht in die Unterlage sinken. Da hast du eine schöne Verbindung zur Erde, die dich trägt und dir einen Raum gibt. Deinen eigenen Raum, um hier sein zu können. Lass die Hüftgelenke eine innere Weite erfahren dürfen und schick da einen Moment der Entspannung durch diese Weite in die Beine. Ja, die Beine entspannen sich, die Füße entspannen sich. Alles ist nach unten entspannt. Und dann nochmal das Becken wahrnehmen. Beginn hier vom Becken, dich in einem inneren Lot aufzurichten, mit einer inneren Leichtigkeit zu wachsen, den Brustkorb leicht werden zu lassen, sodass er hochschwebt, durch die Schultern ein paar Mal kreisend. Am Ende weich auf den Brustkorb ab. Entspann die Arme, Hände und Finger. Lass den Nacken durchlässig werden. Strebe dem Hinterkopf nach oben, mit dem Scheitel in die Welt. Entspann dein Gesicht, deine Stirn, deine Augen, die sich ausruhen können, deine Kiefergelenke, deine Lippen, deine Zunge. Alles wird weich, der gesamte Körper durchlässig. Und so findest du Raum für die Atmung. Ja, der Körper ist jetzt kein Widerstand gegen die Atmung. Der Körper lässt sich atmen, ja, so richtig schön frei. Beobachte, wohin du jetzt atmest. Es darf ein so richtig schönes, geschmeidiges Atemgefühl werden, da auch der Körper durch die Bewegungspraxis geschmeidig und lebendig geworden ist. Wenn es dich anbietet, dann schick die Atmung wieder in die Tiefe deines Beckens. Atme dahin nach unten aus, sodass dein Becken sich entspannt und erdet. Und dann atme nach oben ein, entlang der Wirbelsäule, hoch in den Brustkorb, der sich auffächert und leicht wird und dich aufrichtet. Nach unten ausatmend findest du ein Gefühl des Erdens, des Ankommens, des Daseins, der Entspannung.
Und nach oben einatmet man diese innerliche Weite, diese Größe, diese Freiheit und Leichtigkeit. Ein entspanntes Körpergefühl, das nicht fest ist, und ein weicher Atemfluss, das nicht verkrampft ist, schenkt dem Geist auch eine innere Weichheit, ja, sodass es ihm gelingt, nicht immer wie ein Tunnelblick auf ein Problem oder einen Gedanken fixiert zu sein und dabei eng zu werden, sondern wir ermöglichen auch dem Geist, aus dieser Enge sich zu öffnen, das Feld der Wahrnehmung weit werden zu lassen. Und dem Geist so eine schöne innere Präsenz und Klarheit zu schenken, in die er sich entfaltet. Und das wünsche ich dir im Ausklang dieser Yogastunde, diese innere Weite, diese innere Präsenz, ein lebendiges Körpergefühl, eine schöne tiefe Atmung, die genussvoll fließen kann. All das wünsche ich dir im Ausklang dieser Stunde, sodass es nachwirkt für die Zeit, die vor dir liegt. Lass uns gemeinsam diese Yoga-Erfahrung verabschieden. Bring dazu die Hände vor dem Raum des Herzens zueinander. Und atme beim nächsten Mal tiefer aus, um im Einatmen die Arme auszubreiten. Bring sie über die Seite, schön frei nach oben. Ausatmen, bringst du die Hände zueinander, führst sie vor die Stirn, dann vor den Mund und zurück vor dein Herz. Nochmal im Einatmen die Arme ausbreiten, eine schöne weite Bewegung nach oben. Ausatmen, die Hände Schritt für Schritt zurück zum Herz führen. Und wenn du hier landest, dann verneig dich gerne mal mit einem inneren Danke vor dir selbst, für die Zeit und die Erfahrung und das Vertrauen, das du dir schenktest, aber auch mir gabst. Und dann lass uns gemeinsam wieder aufrichten und die Augen öffnen. Ich wünsche dir alles Gute, einen schönen lebendigen Bewegungsfluss für den Tag, einen schönen Weg durch die nächste Woche hindurch. Freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin, vielen lieben Dank, bleib gesund, bis bald. Namaste.